Name ist Christoph Drewitz. Ich bin der Regisseur von Frankenstein, die bisherige Uraufführung hier bei Luisenfestspielen. Und ja, ich bin tatsächlich schon viele, viele Jahre hier auch als Besucher gewesen bei den Luisenfestspielen, weil die immer neue Sachen machen und wollte ich immer mal inszenieren. Dann habe ich tatsächlich auch den Kontakt geknüpft mit Birgit Zimmer, der Intendantin. Wenn du mal was Passendes hast, würde ich gerne hier arbeiten. Und dann kam irgendwann das Passende in Form von Frankenstein, weil das Schildern mal geschrieben haben, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe. Und deswegen kommen wir das jetzt hier am Start. Und hier Freiluftbühne, was war da so die größte Herausforderung bisher? Ja, die größte Herausforderung ist momentan das Wetter. Nein, das ist natürlich, es ist tatsächlich für Mai relativ kühl, also hier ist es immer noch ein bisschen kühler. Aber das ist natürlich, das weiß man, wir machen Freilufttheater. Die größte Herausforderung ist natürlich die Sachen, die man im Probenraum, der deutlich kleiner ist und der nicht diese ganzen Ebenen hat, wie diese riesige Bühne, dann auch zu transferieren. Ne? Dass man halt sagt, dass möglichst viel gespielt wird und man muss hier dann die Bühne auch wirklich nutzen. Man kann das jetzt nicht alles nur vorne in der Mitte spielen. Und das ist also die Herausforderung, aber auch der größte Spaß daran. Ne? Das heißt, dass dann vom kleinen Raum, wo die Wege alle viel kürzer sind, hierher zu transferieren und sagen, ah, wir brauchen auf einmal dreimal so lange, um eine Treppe runterzukommen. Das ist so eine Herausforderung, die aber eben dann auch spannend ist zu lösen. Mhm. Und ganz kurz und prägnant, auf was werden sich die Zuschauer bei Frankenstein freuen? Die Leute können sich auf ein brandneues Musical freuen, das ein großes Spektakel auf der Luisenburg sein wird. Sehr emotional, sehr berührend, sehr poetisch und spannend auch, also ein Thriller, also ein großes Drama, aber auch wirklich auch sehr viel Leidenschaft erzählt.